Bremerhaven mit dem ersten Ballbesitz im zweiten Viertel. Hinten Benson unterm Korb, aber er kann nicht abschließen, ist die Frage. Fällt er dann weiter mit den Punkten? Letzte Minute läuft im ersten Viertel. Wieder viel Pass von Novak. Wagner hat aufgepasst, hat er schon. Leon Radosevic. Pass Stefan Jovic. Još sekunda za napad. Đedović, nije lopta dirala obruč. Johan Stiman, sedmi koš. 30. što se tiče Albe, Đedović, Danilo Bartel, pa Jović, nekadašnji grad Zvezde, Sloge iz Kraljeva. Đedović nije pogodio, lopta kome? Žutima, Peyton Siva. Je Johannes Timan na pravom mjestu, pravo vrijeme. Stefan Jović. Petteri Koponen. Wagner, pass Sigma. Wir haben mit einem 20:6 Lauf ihrerseits. Dann die Punkte von Sigma. Jetzt sind es aus Ulmer Sicht 11 Punkte Rückstand. Sie haben 6 Minuten 30, um diese Saison zu verlängern. Um ein Spiel 4 zu erzielen. Ja, sind sie. Bei Alba Berlin mit 15 Punkten. Seine beste Leistung, was das Scoring angeht, bisher in der Easy Credit BBL. Fehlpass, gute Hände in. Und das teamorientierteste Team der Easy Credit BBL. Über 24 Assists auch heute wieder. Sehr mannschaftsdienlich, die Berliner. 25 Assists und hier der Offensive. Sie sind das beste Team in der BBL, was die Offensive angeht. Mit fast 95 Punkten pro Spiel. Alba Berlin schon zweimal in der Liga die 100 Punkte geknackt. Schon viermal im Eurocup. Und Frankfurt ist ein bisschen fahrig. Lopa Bartel. Koponen za minus 11, ne pogađa. Bartel će imati dva slobodna bacanja, osobna tima. Cummings prema Makal Bašiću. Nije uspio odigrati ovdje klasičnih 2 na 2 sa Poldingom. Polding šutira i ubacuje. Wagner in der Verteidigung gegen Thompson. Rebound bei Krieg. Sie wissen, wie man rankommt. Boland zu kurz der Dreier. Sieber mit dem Turnover. Pass über die gesamte Breite des Spielfelds. Ja, Koch muss jetzt selber attackieren, nicht gucken für andere. Versucht da von oben ins 1 gegen 1 zu kommen. Schlägt Wagner, aber Wagner kann hier verhindern, dass Würzburg zum Ende des ersten. Man ihn verpflichtet hat und der sagte, das ist. Athletikmonster, das kann uns noch mal eine neue Dimension geben. Bin gespannt, ob der in den Playoffs dann auch noch mal eins draufpacken kann. Relefort zum Korb.